Hallo zusammen, ich bin Laurin Liniger und hier steht der 5-Fragen-Freak. In welcher Hinsicht hat dich deine Zeit beim EHC Basel als Spieler und als Mensch weitergebracht? Ja, sicher viel weitergebracht, viel gelernt hier in Basel und ja. Wenn du ein unbegrenztes Budget hättest, wohin würdest du mit deinen Freunden auf den Wochentrip gehen und warum? Ja, ich würde auch. Jetzt habe ich Fotos gesehen von Sri Lanka und ein bisschen Bali und so, wo ein paar Spieler sind gegangen. Und ja, ich würde sicher sehr gerne nach dorthin kommen. Wie wichtig ist die Ernährung in deinem Alltag und gibt es bestimmte Ernährungsgewohnheiten, die du befolgst? Ja, also ich bin jetzt nicht einer, der sehr auf das Essen schaut, aber ja, ab und zu ist es schon gesund und so. Aber eben, wie gesagt, ich schaue nicht sehr, sehr gut auf das Essen, aber ja. Gibt es einen Eishockeyspieler, zu dem du als Kind aufgeschaut hast und der dich inspiriert hat? Wer ist das und warum? Ja, sicher Alexander Ovechkin war, der halt mit seiner Härte und physisch sehr gespielt. Und dann habe ich auch recht zu Nathan McKinnon raufgeschaut mit seinen Skills und Schusstechnik und Schnelligkeit. Wie wichtig sind die Fans für dich und wie beeinflussen sie deine Leistung auf dem Eis? Ja, ich nehme an, die Fans sind sehr wichtig für uns alle und sie pushen uns in guten und schlechten Zeiten. Und ja, das hilft uns sehr, ja. Merci vielmals für den Hyperachenfreund.